Das Coronavirus breitet sich auch in Deutschland weiter aus. Das Coronavirus ist erstmals auch in Deutschland nachgewiesen. Kontaktpersonenermittlungen. Also Einschränkungen für Großveranstaltungen wie Messen. Denn seit gestern ist die Zahl der Neuinfektionen weiter angestiegen. Was war das für ein Jahr? Seit März hat Corona unser Leben regelrecht auf den Kopf gestellt. Und das hatte natürlich auch Auswirkungen, ganz klar, auf unsere Aktion Zeichen setzen. Normalerweise hätten wir jetzt im Dezember, wie bereits seit dem Jahr 2003, unseren Ehrenabend, bei dem wir unsere Preisträger und natürlich alle, die sich für einen Preis beworben haben, eingeladen hätten, um die Preise zu überreichen und gemeinsam mit ihnen zu feiern. Wahrscheinlich wäre die Staatssekretärin im Bundeskanzleramt Dorothee Bär mit von der Partie gewesen. Sie ist in diesem Jahr unsere Unterstützerin und wir hätten mit ihr über ihr Ehrenamt, über Gott und die Welt geredet und dabei gutes Essen genossen und alle miteinander geplaudert. Doch Corona hat uns in diesem Jahr einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber eines kann ich Ihnen versprechen. Sollte sich im nächsten Jahr, wovon wir ja alle ausgehen, und was wir alle hoffen, die Situation zum Besseren verändern, dann werden wir auf jeden Fall wieder so ein Zeichen setzen haben und auch einen Ehrenabend, bei dem wir all die Ehrenamtlichen würdigen werden. Das verspreche ich Ihnen. Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Siegerinnen und Sieger der Aktion Zeichen setzen. Uns geht es in Deutschland ja verglichen mit vielen Ländern auf der Welt sehr gut. Aber oftmals wird bei dieser Bilanz ein essentieller Baustein nicht ausreichend berücksichtigt, nämlich das Thema ehrenamtliches Engagement. Weil es natürlich nicht nur unser sehr, sehr hoher Lebensstandard ist, sondern es ist vor allem eine funktionierende Gesellschaft, eine Gemeinschaft, die wir in unserem Land haben, die das Leben auch wesentlich lebenswerter macht. Mit der Aktion Zeichen setzen macht sich die Mainpost in Würzburg seit vielen, vielen Jahren stark für bürgerschaftliches Engagement und sorgt auch dafür, dass ehrenamtliche Leistungen in unserem Land wesentlich stärker gewürdigt werden. Und jedes Jahr würdigt eben die Aktion Zeichen setzen überzeugende Ansätze in der Arbeit von Vereinen, von Initiativen, von Verbänden, von Bürgerinnen und Bürgerbewegungen auch mit vielen, vielen Preisen und verschafft so auch bürgerschaftlichem Engagement wesentlich mehr Sichtbarkeit. Diese Vielfalt von bürgerschaftlichem Engagement ist sehr beeindruckend und von einem ganz großen Wert, ob es jetzt in der Kommunalpolitik ist, in unseren Sportvereinen, in der Altenpflege, bei der Feuerwehr, in unseren Suppenküchen, in den Kleiderkammern, bei den Tafeln oder im Bereich Kirche, Kultur und Musik. Ehrenamt hat große Bedeutungen für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das haben wir ganz, ganz besonders auch in diesem Jahr gemerkt, in diesem besonderen Jahr 2020. Während der Corona-Pandemie. Für den Zusammenhalt und für das Zusammenleben in dieser schwierigen Zeit war es auch sehr, sehr berührend zu sehen, wie viele Bürgerinnen und Bürger in dieser Krise Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen unterstützt haben. Weil jede einzelne Bürgerin und jeder einzelne Bürger auch immer wieder mit einem ganz persönlichen Einsatz und einer Bereitschaft jeden Tag aufs Neue zum Ausdruck bringt, was es bedeutet, anderen zu helfen, gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen. Unsere Gesellschaft wäre arm ohne solch engagierte Bürgerinnen und Bürger. Nicht nur, dass wir in einem funktionierenden Staat leben können, sondern eben auch in einer guten Gesellschaft, in der man sich umeinander kümmert, im Großen und im Kleinen, wo einem die Nachbarn nicht egal sind. Deshalb möchte ich der Mainpost ganz herzlich danken. Für ganz Unterfranken, für unsere ganze Heimat ein ganz, ganz großes Vergelt's Gott, dass sie engagierten Bürgerinnen und Bürgern mehr Sichtbarkeit verschafft und dass dadurch Ehrenamt auch zu einem unersetzlichen Beitrag in unserem Gemeinwesen wird. Ganz herzlichen Dank. Eines aber, und das ist das Gute, kann Corona nicht, nämlich die Wertschätzung für die Arbeit der Ehrenamtlichen. In Bayern sind es mehr als 5 Millionen. Zu vermindern. Nein, wir haben wirklich große Hochachtung vor dem, was Sie alle für Ihre Mitmenschen tun. Sie sind eine Stütze der Gesellschaft, ja, Sie sind der Bindekitt unserer Gemeinschaft. Und das hat sich ganz besonders in diesem Corona-Jahr auch wieder gezeigt, denn es ist unglaublich und es hat mich tief beeindruckt,
mit welcher Kreativität sie weiterhin für ihre Mitmenschen tätig waren und das trotz Kontaktbeschränkungen, Einschränkungen und trotz Abstandsregeln. Nein, sie haben Mittel und Wege gefunden, um auch in dieser sehr, sehr schwierigen Situation zu helfen. Und dafür, für dieses bürgerschaftliche Engagement, möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken und Ihnen auch für die weitere Arbeit unter zunächst einmal auch weiterhin recht schwierigen Bedingungen alles, alles Gute wünschen. Musik ist ein, ist eine Welt, wo ich da froh, manchmal froh bin, auch manchmal traurig. Ja, ist einfach alles. Yesterday came suddenly. Pizza, Katze. Willkommen mit Musik ist eine große Sache. Das ist ein einfacher Weg, zu Musik zu kommen, weil es im Regelfall kostengünstig ist. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass es nicht nur ein einfacher Weg ist, sondern dass auch was gefordert wird. Dass sie auch selbst üben zu Hause und dass sie das ernst nehmen. Und da haben wir gemerkt, boah, das ist eine große Bereicherung für die Schule, für alle unsere Schülerinnen und Schüler. Wir sind eine solidarische Musikschule und unser Ansatz ist es eben zu sagen, eine musikalische Ausbildung ist so wichtig und so fundamental, dass sie nicht einfach aufgrund von mangelndem Geld oder was auch immer wegfallen darf. Willkommen mit Musik hat auch sehr vieles für mich gemacht. Nicht nur im Musikleben, sondern auch im Berufsleben. Und natürlich freut man sich, oh, ich habe was erreicht oder ich habe Konzert gespielt. Das ist halt ein anderes Gefühl. Vor allem, wenn du weißt, dass deine Eltern auf dich stolz sein können, weil du was schaffst und nicht nur zu Hause sitzt. Musik öffnet ja immer Kanäle bei allen Menschen. Dagegen kann sich zum Glück niemand wehren. Und Musik ist ein die Gesellschaft verbindendes Moment. Das darf nicht nur den Reichen zur Verfügung stehen. Es muss breit angeboten werden. Denn es geht ja darum, dass die Fähigkeiten der Kinder in die Gesellschaft kommen. Also hier wird integriert. Die Fürstlich-Castellsche Bank gratuliert der Initiative Willkommen mit Musik zum ersten Preis der Aktion Zeichen setzen. Willkommen mit Musik leistet echte Integrationsarbeit, ist Teil der Willkommenskultur in unserer Region und was ebenfalls faszinierend ist, Einkommen und Herkunft spielen dort keine Rolle. Wir als Bank handeln zwar mit Geld, arbeiten aber auch mit Zahlen. Pythagoras bereits wusste, dass Musik und Mathematik in Verbindung stehen. Auch Johann Sebastian Bach spielte in seinen Werken mit Zahlen. Musik und Rechnen spielen wohl den gleichen Intellekt an. Im übertragenen Sinne wollen wir mit unterstützen, dass die Teilnehmer der Musikschule durch den gleichgeschalteten Intellekt eine Art Brücke gebaut bekommen, um später dann ein eigenes Geldmanagement zu beherrschen. So wie jetzt ihre Musikinstrumente. Das Preisgeld der Fürstlich-Castellschen Bank sollte dem weiteren Ausbau der Musikschule dienen, muss aber jetzt wohl helfen, die Corona-Krise zu überstehen, damit nicht zu viele Angebote ausfallen müssen. Wir freuen uns, hier mit dabei zu sein. Vielen Dank. Strumming my pain with his fingers. With his song, killing me softly.
Dank für die Verleihung des ersten Förderpreises Zeichensetzen. Seit Jahren sind wir begeistert dabei, miteinander Musik zu machen. Es ist ein großer persönlicher Reichtum, wenn man ein Instrument spielen kann. Noch viel mehr ein unverzichtbares Stück Kultur, wenn man sich beim gemeinsamen Musizieren austauschen kann. Es ist großartig, das zu spüren. Auch ich durfte das vor einigen Jahren bei Willkommen mit Musik erleben. Jetzt habe ich Klavier- und Gesangsunterricht und ich bin auch im Vorstand. Dieses Gefühl für Klang und Harmonie möchten wir allen Menschen ermöglichen. Auch großes ehrenamtliches Engagement braucht eine finanzielle Grundlage. In der Zeit der Pandemie unter strengen Hygieneregeln kann man bei uns im Einzelunterricht das Musizieren erlernen. Wir arbeiten auch an neuen, spannenden Projekten und dabei helfen Sie uns. Nochmal vielen Dank. His words killing me softly with his song. Ich wünsche Ihnen natürlich auch ein so angenehm und schönes Weihnachtsfest wie möglich, auch wenn Corona-Bedingungen in diesem Jahr einige Einschränkungen dafür vorgesehen haben. Ihnen alles Gute und bleiben Sie vor allem gesund.